Tag zusammen, Glück auf und Grüezi bei Potternanda. Diesmal nicht mit einem Wandervideo, sondern mit einem Gear and Gadget Messervideo. Auch kein Review, sondern ich möchte euch einfach nur mal ein cooles Teil vorstellen. Ja, wie ihr wisst, bin ich auch Messer-Fan und Messer-verrückt und schaue mir verschiedene Kanäle an. Ja, und wer da so interessiert ist, kommt natürlich an einigen nicht vorbei, wie auch dem Messerkanal von Reini Rossmann. Grüße an dieser Stelle. Und der verrückte Kerl, der hat mich schon so oft infiziert, dass ich an ein oder anderen Kauftätigkeiten nicht vorbeigehen konnte. Entweder bei ihm im Shop oder auch, gibt er den Link raus, bei einem anderen Großhändler. Ansonsten ist der Reini ein geiler Typ, der viel Outdoor Survival macht im wunderschönen Waldurlaub AT. So, ihr Lieben, also es geht ums Victorinox und ich habe mich ganz hervorragend eingekleidet in einem Schweizer Rot und möchte euch einmal ganz kurz zeigen, wie auch der Reini, der mich da so inspiriert hat, dass man die Victorinox auch als Neckknife tragen kann. Ja, das sind ja immer Taschenmesser, Multitools und die hängt man sich nicht so einfach an den Hals. Wie soll das funktionieren? Aber es gibt auch eine wunderbare Miniserie, die echt, echt super sind. Also ich habe, glaube ich, in jeder Tasche, für jeden Bereich, habe ich Messer. Und die begleiten mich durch den Alltag. Privat, wie auch auf der Arbeit. Überall gibt es Messer. Das sind kleine Alltagshelfer für mich und in der Freizeit unverzichtbar. Ja, und was willst du immer schon dann am Gürtel tragen? Also, finde ich, ist so eine Neckknife-Variante echt eine saucoole Sache. Und da hat mich echt, echt angefixt. Und zwar geht es um dieses coole kleine Teil. Kleine Minitasche mit Kordel in wunderbarem Rot, versteht sich. Und da, ja, so sieht das aus. Und das Ganze kann man wirklich, wirklich cool dann um den Hals hängen. Also, passt das jetzt, zack. Und, klasse, ne? Trägt nicht auf, aber das ist nun mal ziemlich klein. Und klein ist auch dieses Messer. Und zwar auch von Victorinox. Wie soll das anders sein? Dieses. Ein wunderbares Rambler. Gerade bestellt, gerade gekommen. Tja, und was kann das? Das kann in erster Linie viel. Ne? Du hast hier so ein wunderbares kleines Multitool mit Schraubendreher, mit Kapselheber, Flaschenöffner, mit einer kleinen Klinge, mit noch ein Schraubendreher und für die Maniküre. Und auf der anderen Seite, unverzichtbar für mich, super gut, könnt ihr sehen, die Schere. Total klasse Teil, ich gehe nicht ohne. Und natürlich, wer will schon ohne Pinzette rausgehen. Also hier ist eigentlich alles drin, was man mal so eben auf die Schnelle gebrauchen kann. Ja, puh, und wer noch irgendwie ein Stückchen was zwischen den Zähnen hängen hat, klar, da hilft auch der altbewährte Zahnstocher. Das Ganze kommt natürlich immer in so einem Mini-Etui. So, auf der Arbeit habe ich dafür die Taschen-in-Tasche-Variante und trage das so mit mir rum. Das ist aber für draußen unpraktisch, deswegen habe ich das beim wunderbaren Reini gesehen, wie er das gemacht hat. Und in diesem Fall passt dieses Rambler hoffentlich ganz hervorragend rein. Und hat eigentlich, zack, ja boah, die ideale Größe, um das Ganze um den Hals mit sich herumzutragen. Und das war es eigentlich auch schon. Ich finde gerade hier dieses Rot, dieses klassische Rot, für mich super.